Auf einem Motorrad kam Hollywood-Star Orlando Bloom bei den kreischenden Fans vorgefahren. In Hamburg präsentierte er seinen neuen Film Sulu. Rund 700 Besucher waren zur Premiere gekommen, um den Hollywood-Schönling zu sehen. Im Thriller Sulu zeigt sich Orlando Bloom von seiner draufgängerischen Seite. Ich suche einen Typen. Sein Name ist Stan. Drogendealerei, Raubüberfälle. Nie von ihm gehört? Nein. Los, geh ihm hinterher! Keine Bewegung! Wir sind von der Polizei. Bloom gerät in Sulu als Polizist Brian in einen Kampf im südafrikanischen Drogenmilieu. Immer übellaunig, immer betrunken ballert er die Verbrecher nieder. Regie führte der Franzose Jérôme Salle. Auch er kam zur Weltpremiere nach Hamburg. Sein politisch brisanter Thriller lief schon als Abschlussfilm des Festivals von Cannes. Es ist die Geschichte, als wenn man ein gutes Buch liest und von der ersten bis zur letzten Seite geleitet wird. Und es ist auch eine Geschichte, die einen unterhält und gleichzeitig einen historischen Hintergrund hat. Sprich, dass es nicht nur um pures Entertainment geht. Blooms Filmcharakter Brian und sein Partner Ali, gespielt von Forrest Whitaker, stoßen auf eine Verschwörung aus der Zeit der Apartheid. Oppermann war Teil von Project Coast, ein geheimes Projekt. Wissenschaftler hatten den Auftrag, chemische Waffen zu entwickeln, Viren. Sie sollten was erfinden, damit die schwarze Bevölkerung sich nicht weiter vermehrt. Ich liebe es, mit Jérôme zu arbeiten, dem Regisseur. Es ist wunderbar, mit ihm zu arbeiten. Ich hatte bei meiner Rolle viel Freiheiten und hatte viel Spaß. Er ist fantastisch. Trotz seines Imagewechsels zeigte sich Orlando Bloom auf dem roten Teppich gewohnt charmant. Auf der großen Leinwand können ihn die Fans ab 8. Mai wieder bewundern. Dann kommt Sulu in die deutschen Kinos.